Komm und erleuchte. Das ist ein neuer Akzent, liebe Schwestern und Brüder, in der heutigen O-Antiphon. Wenn wir Christus anrufen als den Aufgang, als den Morgenstern, als den neuen Tag. Gestern noch haben wir bei unserem Ruf Komm am Ende darüber nachgedacht, weil es die Antiphon vorgibt, über die Befreiung aus dem Kerker, aus dem je eigenen Kerker, aus dem je eigenen Todesschatten. Das wird heute im Grunde genommen aufgenommen und weitergeführt, wenn wir an das Kantikum denken, das die Kirche jeden Morgen in ihrem Morgenlob anstimmt. Der Aufgang aus der Höhe, der alle erleuchtet, die da sitzen im Schatten des Todes. Von wem singen wir das? Der Dogmatiker Alex Stock hat zu Recht in seinen Ausführungen über die O-Antiphonen gefragt, was mögen die römischen Poeten und die gallischen, die diese Antiphonen gebildet haben, vor Augen haben, wenn sie von der Erleuchtung sprechen, die notwendig ist für das Leben. Dachten sie an ihre missionarische Aufgabe, an die Heiden, denen sie das Licht des Evangeliums bringen? Aber was singen wir, die wir uns jetzt nicht unbedingt freiwillig zu den Heiden zählen würden? Es wird deutlich, wenn wir so singen, wenn wir nach Christus rufen, dem Aufgang, dem Morgenstern, dass er, wie es der zweite Petrusbrief uns eben gesagt hat, in unseren Herzen immer neu aufgehen muss. Wodurch? Es ist richtig, dass wir getauft sind. Es ist recht so, dass wir Christen sind, aber wir sind trotzdem immer noch wieder bedroht, in das alte Heidentum zurückzufallen. Die neuesten Umfragen erzählen uns, dass immer weniger Christen noch etwas mit den Weihnachtsgottesdiensten anfangen können. Der alte Renner ist auch abgebraucht. Man muss etwas Neues haben. All das ist heidnisch, auch wenn wir dieses Verlangen bedienen wollen. Wenn wir nicht selber zuerst wir selber an den Punkt kommen, dass wir Christus annehmen als den Morgenstern, der in unserem Herzen aufgehen muss, dass er beginnt, in uns und durch uns zu leuchten, sind alle Bemühungen vergeblich. Alle Mission, alle Strategien, alles. Aber voll Sehnsucht rufen wir nach dem, der der Morgenstern ist, der Orient, der Aufgang, der wahre Spross des Lichtes, wie wir das immer bekennen im Glaubensbekenntnis, Licht vom Licht. Ohne ihn ist alles nichts. Ohne ihn bleibt es in uns und um uns dunkel. Wie wichtig ist, dass wir ihm in unserem Herzen einen Platz geben, damit er aufgehen kann und durch uns zu leuchten beginnt. Say that there's in the